Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video geht es um den Affenbaum, auch bekannt unter Monkey Puzzle Tree. Einfach aus dem Grund, weil es für einen Affen unmöglich ist, auf diesen Baum zu klettern. Das liegt einfach daran, dass er sehr stachelig ist. Der piekst ein bisschen doller als so mancher Kaktus. Und das ist mein Affenbaum, den habe ich dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen. Er ist jetzt ungefähr 2 Monate hier eingepflanzt und ich würde sagen, so ein gutes Stück ist er jetzt schon gewachsen. Also es geht ihm ganz gut hier, wie es aussieht. Der Baum kann pro Jahr so in Deutschland zwischen 10 und 30 cm wachsen. Also es ist eher eine Pflanze, die relativ langsam wächst. Soll Wuchshöhen in Deutschland bis zu 5 Meter bekommen. Von daher müsstet ihr das beim Platz dann auch mit bedenken. In 10 Jahren ungefähr soll der Baum eine Höhe von knapp 2 Metern erreicht haben. Also wie gesagt, sehr langsam, aber denkt daran, dass der Baum auch in die Breite und in die Höhe halt geht nach langer Zeit. Das sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden. Und der Baum kommt ursprünglich aus Chile. Da kann er sogar bis zu 40 Meter hoch werden. Diese Höhen wird er aber hier in Deutschland nicht erreichen. In seiner Heimat steht der Baum auch unter den gefährdeten Pflanzenarten, da das Holz sehr beliebt ist. Hier in Deutschland kann man ihn mittlerweile seit einigen Jahren auch oft als Samen kaufen. So in den Gärtnereien oder Baumärkten habe ich ihn noch nicht gesehen. Meiner ist jetzt aus dem Onlinehandel. Ich kann euch das auch unten in der Videobeschreibung mal verlinken, falls ihr auch Interesse habt an so eine spektakuläre Pflanze, wie ich finde. Dann schaut euch unten mal in der Videobeschreibung meinen Link an. Jetzt gibt es aber in dem Video die Pflegehinweise, damit der Affenbaum auch schön wächst und gedeiht. Ja, das erste ist immer, wenn man eine Pflanze neu hat, wohin damit? Also der richtige Standort sollte gefunden werden. Ein halbschattiger Standort bietet sich hier ganz gut an. Der Affenbaum braucht eigentlich Sonne, um gut zu wachsen. Aber die Schwierigkeit ist in den Wintermonaten. Da mag er die Sonne leider nicht so, da er dann sonst relativ schnell kaputt geht. Von daher ist ein halbschattiger Ort der ideale Standort für den Affenbaum in Deutschland. Windgeschützt sollte der Standort übrigens auch sein, gerade bei jüngeren Pflanzen. Ich will euch das mal zeigen. Der ist noch relativ empfindlich und könnte auch sehr leicht umknicken. Das ist ziemlich weiches Holz. Die Krone hier ist auch ziemlich schwer für das kleine Stämmchen. Von daher ist so eine Jungpflanze auch noch artempfindlich gegen Wind und sollte daher auch windgeschützt stehen. Der nächste Punkt ist das Gießen und nehmen wir das Düngen gleich mit dazu. Meistens gehört es irgendwie auch ein bisschen zusammen. Ja, was der Affenbaum gar nicht mag, ist Staunässe. Die sollte auf jeden Fall vermieden werden. Ich gebe bei meiner Pflanze auch nur nach längerer Trockenheit oder Hitze halt wirklich mal Wasser dazu. Gelegentlich teste ich einfach mal so, indem ich so ein bisschen das Rindenmulch wegmache. Und wenn der Boden dann die obere Erdschicht schon gut abgetrocknet ist, dann kann man noch mal was dazu gießen. Bei jüngeren Pflanzen wird das häufiger der Fall sein als bei großen älteren Pflanzen, die einfach schon etwas mehr verwurzelt sind. Aber in jedem Fall sollte darauf geachtet werden, dass Staunässe vermieden wird. Das mag die Pflanze, wie gesagt, gar nicht. Beim Düngen ist es so, dass er schon Nährstoffe braucht. Das ist jetzt aber keine Blühpflanze, die man während der Wachstumszeit alle 1 bis 2 Wochen düngen muss, sondern Düngergaben hier in den Wachstumsmonaten, also so mache ich es jedenfalls, von vom Frühjahr bis in den Spätherbst rein, dünge ich so alle 4 bis 8 Wochen. Ich verwende da Kaffeesatz mit oder Kompost. Damit mache ich eigentlich ganz gute Erfahrungen. Und aktuell ist es ja auch so, dass mein Baum schon recht guten Wachstum dazu hat. Also man kann es hier sehen, alles was so etwas heller ist. Ich hoffe, es kommt über die Kamera rüber. Hier so in dem Bereich ist wirklich schon in den 2 Monaten einmal ein Baum dazugewachsen. Der nächste Punkt ist das Schneiden des Affenbaums. Da muss man ganz klar sagen, Rückschnitt ist bei der Pflanze nicht erforderlich. Er wächst auch wirklich nur sehr, sehr langsam. Von daher sollte man sich gut überlegen, ob man was abschneidet, weil es lange braucht, bis es wieder nachwächst. Sollte doch mal irgendwie was rausgebrochen sein, was abgeschnitten werden sollte, oder halt es soll doch mal an irgendeiner Stelle eingekürzt werden, dann würde ich euch das empfehlen, direkt am Ast oder Stamm zu machen oder aber halt auch eine Abzweigung. Aber in der Regel ist es so, dass man den Affenbaum nicht zurückschneiden muss. Er sieht sonst auch relativ schnell komisch aus. Das Beste ist einfach, man lässt ihn so wachsen, wie es die Natur möchte.
Ja, wie lässt sich der Affenbaum vermehren? Das kann man in der Regel über einen Samen machen, aber wenn ihr das selbst machen wollt, ist es sehr, sehr schwierig, weil die Pflanze braucht erstmal 30 Jahre, bis sie überhaupt blüht und dann kann man erst den Samen gewinnen. Das bedeutet, das ist sehr, sehr lange. Häufig kann man einen Samen kaufen im Internet. Das funktioniert wohl auch tatsächlich, wie ich gelesen habe. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert, aber man kann ihn wohl relativ einfach über einen Samen vermehren und dann im Frühjahr auch rauspflanzen. Allerdings sollte man sich natürlich überlegen, ob man sich vielleicht nicht lieber eine vorgezogene Pflanze kauft. Denn denkt immer dran, 10 bis 30 cm Zuwachs ist sehr, sehr wenig und da braucht man schon eine Menge Geduld. Eine Vermehrung über Stecklinge ist so gut wie unmöglich. Das habe ich selber schon mal probiert, indem ich von einem Bekannten mal einen Ableger bekommen habe. Und oder einen vermeintlichen Ableger und habe versucht, diesen zu bewurzeln. Das hat leider nicht funktioniert, ist aber auch sehr schwierig bei Pflanzen, die in der Regel keinen Rückschnitt bekommen und auch ja so langsam wachsen wie der Affenbaum. Also ist hier definitiv die Vermehrung über den ja über die Aussaat, über den Samen die beste Alternative. Der letzte Punkt in unserem Video ist das Überwintern des Affenbaums. Ja, rausgepflanzt im Beet ist er bis ca. minus 13, minus 15 Grad winterhart. Sollte es doch ein bisschen kälter werden, kann man sich überlegen, ob man die Pflanze ein bisschen schützt gegen den Frost, also einfach abdeckt. Solltet ihr euren Affenbaum lieber in einem Topf pflanzen, dann solltet ihr natürlich eher ein bisschen ja, geschützter stellen oder auch gegebenenfalls reinholen, wenn es richtig kalt draußen wird. Denn im Topf friert leider der Boden viel, viel schneller und doller durch, als wenn ihr die Pflanze draußen so im Beet habt. In der Regel sollte es aber so sein, dass der Affenbaum die Winter bei uns hier in Deutschland, zumindest wenn man jetzt nicht vielleicht irgendwo oben im Alpenland wohnt, doch ganz gut überstehen kann. Ja, das war mein Video über den Affenbaum. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mal rein in die Kommentare, wer von euch vielleicht auch so einen Baum hat. Man sieht ihn ja meistens gar nicht bis relativ selten in den Gärten hier in Deutschland. Ich kenne persönlich nur ein oder zwei Gärten, wo auch so ein Baum wächst. In manchen botanischen Gärten findet man auch recht größere Exemplare, die schon fast bis zu 5 Meter hoch sind und auch schon wesentlich älter sind. Im Übrigen kann so ein Affenbaum auch knapp oder um die 2000 Jahre alt werden. Das heißt also, der wird uns in jedem Fall bei der richtigen Pflege auch überleben. Und ich hoffe, ich konnte euch hier richtige Pflegehinweise geben, sodass euer Affenbaum vielleicht auch in 2000 Jahren noch in eurem Garten steht, wenn ihr schon längst gar nicht mehr da seid. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!